Guten Abend, meine Damen und Herren. Oskar Lafontaine sorgt wieder einmal für Wirbel in der SPD. Der frühere Parteichef verlangte den Rücktritt von Kanzler Schröder, weil er sich durch seine Politik unglaubwürdig gemacht habe. In einem Interview mit dem Spiegel sagte Lafontaine außerdem, er könne sich ein Engagement für eine neue Linkspartei vorstellen. Wenn Schröder seine gescheiterte Politik bis zur nächsten Bundestagswahl fortsetzt, wird es eine neue linke Gruppierung geben, mit dem Ziel, den Sozialabbau rückgängig zu machen. Diese Gruppierung wird dann von mir unterstützt werden, so Lafontaine. Dass einige große Zeitungen und Magazine demnächst wieder nach den alten Rechtschreibregeln drucken, hat nun zu heftigen Diskussionen geführt. Niedersachsens CDU-Ministerpräsident Wulff forderte seine Kollegen in den anderen Ländern auf, die neuen Regeln zurückzunehmen. Doch die meisten reagieren ablehnend. Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Beck von der SPD will die neuen Regeln beibehalten. Er sagte, der Entschluss der Verlage habe viel mit Kampagne, aber wenig mit Inhalt zu tun. Bei den Oppositionsparteien CDU, CSU und FDP sorgt die Positionierung für die nächste Bundestagswahl 2006 für Diskussionen. Der bayerische Staatskanzleichef Huber kündigte im Fokus an, man werde das Führungsduo Merkel und Stoiber besonders herausstellen. Die FDP müsse selber sehen, wie sie zu ihren Stimmen komme. FDP-Generalsekretärin Pieper konterte, das komme ihrer Partei sehr entgegen, die sich als eigenständige Alternative präsentieren werde. Unterdessen hat unsere Kollegen von Berlin Direkt im ZDF-Sommerinterview Gelegenheit, CSU-Chef Stoiber nach seinen angeblichen Zweifeln an einem Duo Merkel-Westerwelle zu befragen, aber Stoiber hielt sich bedeckt. Sie kennen doch meine Devise, dass ich grundsätzlich keine Berichte über interne Diskussionen in der Partei kommentiere. Das ganze Sommerinterview mit CSU-Chef Stoiber können Sie am Sonntag sehen um 19.10 Uhr in Berlin Direkt. Um Hartz IV und das Arbeitslosengeld II wurde viel diskutiert in letzter Zeit. Jetzt hat Bundespräsident Köhler vor Panikmache gewarnt. Niemand habe ein Interesse daran, normale Kindersparbücher anzutesten, sagte er der Bild am Sonntag. Auch sei es unzumutbar, wenn die Hälfte der Langzeitarbeitslosen ihre Wohnung wechseln müssten. An die Ämter appellierte Köhler, jedes einzelne Schicksal genau zu prüfen. Der Chef der irakischen Übergangsregierung Alawi hat eine Amnestie für kleinere Vergehen in seinem Land verkündet. Sie betrifft vor allem Rebellen, die in Aufstände verwickelt waren. Morde und andere schwere Straftaten werden aber auch weiterhin verfolgt. Wieder schwere Gefechte. In Bagdads Schiitenhochburg Sadr City lieferten sich Aufständische mit amerikanischen Truppen heftige Kämpfe. 35 Iraker wurden dabei getötet. Auch in der Pilgerstadt Najaf flammten die Gefechte wieder auf. Nach Krankenhausangaben sind hier in den vergangenen Tagen mindestens 87 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 200 wurden verletzt. Positive Bilanz. Die deutschen Händler sind mit dem ersten freiwilligen Sommerschlussverkauf zufrieden. Vor allem leichte Sommerkleidung war gefragt. Insgesamt dürfte der Umsatz aber geringer ausfallen als im vergangenen Jahr. Bei Rabatten von bis zu 70% gab es für die Geschäfte wenig zu verdienen. Urlauber im Stau. In mehreren norddeutschen und ostdeutschen Bundesländern gehen die Ferien zu Ende. Die Folge, der Rückreiseverkehr stockte auf bis zu 60 Kilometern Länge. Aber auch im Süden war Geduld gefragt. Bayern und Baden-Württemberg meldeten ebenfalls massive Behinderungen auf den Autobahnen. 6 Tage vor Beginn der Olympischen Sommerspiele in Athen hat das Internationale Olympische Komitee das bulgarische Mitglied Ivan Slavkov vorübergehend suspendiert. Grund ist der Verdacht auf Bestechlichkeit. IOC-Präsident Rogge verkündete in Athen persönlich die Entscheidung. Slavkov wird durch einen Fernsehbeitrag der englischen BBC stark belastet. Darin soll er seine Stimme zur Vergabe der Sommerspiele 2012 zum Verkauf angeboten haben. Dem 64 Jahre alten Funktionär wurde die Akkreditierung für Athen entzogen. Tja, Sie dagegen können richtig Luxusurlaub dort machen, wenn Sie diese Zahlen auf Ihrem Lottoschein angekreuzt haben. 5, 7, 26, 35, 39, 45, Zusatzzahl 28 und die Superzahl ist die 6. Im Spiel 77, 6, 4, 1, 6, 7, 2, 7 und die Super 6, 6, 4, 7, 1, 7, 1. Wie immer sind alle Angaben ohne Gewähr. Wenn Sie die Zahlen nochmal nachlesen möchten, kein Problem, im ZDF-Text auf der Seite 556 können Sie sie finden. Und damit zum Wetter. Am Abend gab es heftige Regenfälle und Überschwemmungen im Süden und Westen Deutschlands. Morgen wird es etwas ruhiger, hier sind die Aussichten.
Meist scheint die Sonne, nur im Westen gibt es vereinzelt am Vormittag noch Schauer und einzelne Gewitter. Es wird wieder sommerlich warm, 27 bis 32 Grad. Nur an der Ostsee bleibt es bei Seewind etwas kühler. Das war's für den Moment von uns. Die nächsten Nachrichten gibt es so gegen 1.55 Uhr. Ihnen eine gute Nacht.